Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Philipp Otto von iRights und Eagle, der Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht, wo wir auch Unterstützer von sind, erzählt, ja, wo eben dieses Leistungsschutzrecht herkommt, wo es hingeht, warum wir auch zukünftig kostenlos noch Webseiten ausdrucken dürfen mit Genehmigung unserer Bundesregierung. Und ja, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Danke, Markus, für die Einladung. Das Leistungsschutzrecht für Presseverlage ist das erste Mal 2009 aufgekommen und in den letzten Wochen und Monaten ist es verstärkt wieder durchs Netz geschwappt. Ich erzähle mal kurz so ein bisschen zur Geschichte dieses Leistungsschutzrechts und was damit bezweckt wurde. Es war 2009, die neue Bundesregierung wurde konstituiert und urplötzlich stand im Koalitionsvertrag drin, dass ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt werden sollte. Dieses Leistungsschutzrecht sollte einfach eingeführt werden, ohne dass irgendjemand wusste, was das bedeutet. Auch Rückfragen damals an die Bundesregierung blieben erfolglos. Niemand wusste, was das bedeutet. Die Presseverlage haben immer gesagt, ja, wir wollen ein Recht haben, damit unsere Leistung geschützt wird, damit wir im Internet auch Geld verdienen können, beziehungsweise mehr Geld verdienen können, dass eine Schutzlücke geschlossen wird. Die Bundesregierung hat dann lange weiter nichts gesagt. Die Presseverlage haben auch nichts gesagt. Sie haben teilweise wöchentlich ihre Argumentation geändert, was denn in diesem Leistungsschutzrecht drinstehen soll. Nach ungefähr 6 Monaten war uns das zu viel und wir haben Post, die wir bekommen haben bei iRights Info. Das war der Verhandlungsstand der Presseverlage, BDZV und VDZ, der großen Lobbyorganisationen mit den Gewerkschaften. Diesen Verhandlungsstand haben wir veröffentlicht. Der wurde uns eingeschickt und wir haben gesagt, das geht jetzt nicht mehr, das muss jetzt öffentlich werden. Wir brauchen hier eine öffentliche Diskussion drumherum. In der Folgezeit hat das für ordentlich Unruhe gesorgt. Es wurde aber weiterhin nicht klar, was das bedeuten soll. Inzwischen ist ein weiteres Jahr vergangen. Es wurde immer wieder seitens der Bundesregierung und aus dem Justizministerium gesagt, ja, wir brauchen dieses Leistungsschutzrecht. Es soll Teil des sogenannten dritten Korbes zur Reformierung des Urheberrechts sein. Und dort kommt das rein. Das hat die Koalition so beschlossen. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist so. Inzwischen warten wir alle seit Monaten und Jahren bald auf diesen dritten Korb. Der dritte Korb bleibt verschwunden. Niemand weiß, wo er ist und möglicherweise wird er auch in diesem Jahr und in dieser Legislatur nicht mehr kommen. Das ist komplett unklar, um jetzt auf den heutigen Stand zu springen. Es ist komplett unklar, weil es in der Bundesregierung, im Bundestag und seitens vieler gesellschaftlicher Kräfte, sowohl im Bereich des Netzes, die sogenannte Netzgemeinde, wie auch große Industrieorganisationen wie der BDI oder der ICO sich vehement dagegen aussprechen und das nicht haben wollen. Jetzt ist die große Frage, was passiert jetzt? Aktuell gibt es verschiedene Entwürfe, nennen wir sie mal so, die kursieren oder auch nicht kursieren, wo verschiedene Möglichkeiten drinsteht, wie dieses Leistungsschutzrecht aussehen soll. Und jetzt komme ich so ein bisschen zum Inhalt. Die Presseverlage stellen sich vor, dass mit diesem Leistungsschutzrecht kleinste Inhalte geschützt werden, die im Netz auf ihre Angebote hinweisen. Das heißt, das ist ein Angriff in erster Linie auf Google News. Da kann man sich das am besten vorstellen, die sogenannten Snippets. Das betrifft die Überschriften und die ersten 1,5 Sätze. Das soll im Prinzip eine Vergütungspflicht unterfallen. Diese Vergütungspflicht sollen diejenigen bezahlen, die gewerblich nutzen. Gewerblich nutzen heißt an dem Punkt, alle, die im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit diese Verweise im Internet bringen und somit mittelfristig dadurch Gewinn für sich selber erwirtschaften. Wer das alles ist, ist folglich komplett unklar. Wir können das heute nicht sagen, das können die Presseverlage nicht sagen, das kann auch die Bundesregierung nicht sagen.
was darunter fallen soll. Mit diesem Entwurf, der da kommen soll, gibt es größte definitorische Probleme, aber auch grundsätzliche rechtliche Probleme, die da mitkommen. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass komplett unklar ist, was denn bitte gewerblich sein soll. Diese Unterscheidung mit gewerblich existiert im deutschen Urheberrecht nicht. Dort geht es immer um die öffentliche Zugänglichmachung. Das ist sozusagen der Punkt, wo sich die Geister scheiden. Wenn man jetzt sagt, was ist gewerblich, müsste diese Definition neu eingeführt werden. Und nach einem Auftritt von Max Stadler, der ist Staatssekretär im Justizministerium, in einer nicht öffentlichen Sitzung im Unterausschuss Neue Medien vergangene Woche, da hat er die Differenzierung gemacht. Naja, die Blogger, die beispielsweise mit ihrem Blog auch ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie Werbung für sich machen, und das wäre beispielsweise bei Netzpolitik so, die fallen unter diese Gewerblichkeit, private Blogs fallen nicht drunter. Das ist komplett unklar, weil auch völlig unklar ist, weil was das bedeutet, wenn man zum Beispiel einen Flatter-Button drauf hat. Bedeutet ein Flatter-Button eine Gewerblichkeit, ja oder nein? Ist ungeklärt. Darüber hinaus gibt es sehr, sehr viele Punkte, die in diesen Abgrenzungsfragen unklar sind, wer sozusagen davon betroffen ist und wer nicht. Wenn man jetzt die Gesamtgemengelage anschaut, also es gibt noch ungefähr 10 weitere Punkte, wo man sagen kann, dieses Leistungsschutzrecht ist völliger Quatsch, weil es zum Beispiel die Informations- und Kommunikationsfreiheit behindert, wenn Links im Prinzip oder faktisch Links kostenpflichtig werden, dann können Leute nicht mehr das Internet nicht mehr so nutzen, wie sie es bisher getan haben. Und das betrifft an dem Punkt auch im Prinzip alle Anbieter. Das betrifft dann nicht nur Google News, sondern das betrifft auch Facebook beispielsweise, weil das Unternehmen Facebook dann für alle Links, die irgendwelche Nutzer da eintragen, mit in die sogenannte Störerhaftung kommt. Das betrifft alle Foren, das betrifft alle Kommentarfunktionen im Internet, unabhängig davon, ob da jetzt durch den einzelnen Nutzer eine Gewerblichkeit vorliegt oder nicht. Die Unternehmen kommen dann alle in die Mitstörerhaftung rein. So ist das zu vermuten. Es ist unklar, ob das so sein wird, aber nach dem, was bisher bekannt ist, wird das so sein. Wir haben jetzt sehr viele große Probleme, die wir hier adressiert haben, auch an die Politik adressiert haben. Wir führen sehr viele Gespräche, insbesondere auch mit den Abgeordneten der Regierungskoalition. Hier ist jetzt letzte Woche, weil diesen Abgeordneten auch klar ist, dass das ein ziemlicher Unfug ist, was sie da in ihrem Koalitionsvertrag drinstehen haben und jetzt irgendwie versuchen, aus diesem Dilemma rauszukommen, hat Manuel Höferlin von der FDP in der vergangenen Woche jetzt in seinem Blog einen neuen Vorschlag aufgebracht. Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, es ist nur ein Unterlassungsanspruch, weil die Presseverlage ja auch immer behaupten, ja, wir können die massenhaften Urheberrechtsverletzungen, die andere mit unseren Texten im Internet begehen, können wir nicht richtig unterbinden, weil wir nur über abgetretene Rechte durch unsere Autoren verfügen. Deswegen brauchen wir ein eigenes Recht zur Rechtsverfolgung. So ein Unterlassungsanspruch ist sehr, sehr kompliziert, weil so ein Unterlassungsanspruch braucht auch ein Recht, das als Grundlage dafür da ist, um überhaupt Unterlassung beantragen zu können. Heißt, auch da muss man ein sogenanntes Leistungsschutzrecht einführen, mit allen seinen Problemen in der Abgrenzung, beispielsweise an diesem Fall der Gewerblichkeit, den ich geschildert habe. Diese Idee halten wir für sehr, sehr schlecht und auch wenn die aktuell in der FDP diskutiert wird, glaube ich nicht, dass die sich durchsetzen wird, weil auch die ganzen offenen rechtlichen Fragen, die da mitkommen, ungeklärt sind und hier weiter Klärungsbedarf besteht. Wir werden auch oft gefragt, ja helft uns doch. Helft uns doch, aus diesem Dilemma rauszukommen oder helft uns doch, hier was zu formulieren, wie man den Verlagen was geben kann, was ihnen hilft, dass wir hier das von der Platte kriegen. Und das Einzige, was möglicherweise eine Idee wäre, wäre im Urheberrecht zu sagen, okay, es gibt eine Vermutungsregel, dass die Presseverlage über die Rechte verfügen, die ihnen die Autoren abgetreten haben, entweder durch ein Anstellungsverhältnis oder durch Total Buyout-Verträge, die sie unterschrieben haben zuvor, wo die Verlage über alle Rechte verfügen, auch die Rechtsverfolgung.
dass man sagt, okay, die Verlage haben eine Vermutungsregel und müssen die Rechte im Einzelnen nicht nachweisen. Das scheint allen Seiten zu wenig zu sein. Niemand will sich darauf einlassen, wäre aber im Prinzip der Ausweg aus diesem Problem. Wie das jetzt weitergeht, ist komplett offen. Also ob sozusagen das Leistungsschutzrecht im Gesetz stehen wird oder nicht, kann man aktuell nicht sagen. Das weiß nicht mal die Regierung zurzeit. Es gibt unterschiedlichste Bestrebungen. Die einen sagen, na klar, es kommt und rasten dabei aus. Die anderen sagen, das können wir nicht machen und sind auch nicht minder zimperlich. Es gibt sozusagen zwei Blöcke, die da gerade gegeneinander stehen. Und meine persönliche Position ist da auch, dass ich sehr stark hoffe, dass dieses Recht niemals eingeführt wird, denn man braucht es schlichtweg nicht. Wie gerade geschildert, haben die Verlage zumindest abgetreten die Rechte, um alles zu tun und lassen zu können, was sie wollen. Es gibt zudem auch überhaupt keinen Grund, warum man den Verlagen eine faktische Subvention im Gesetz nochmal geben sollte, wo man gesetzlich festschreibt, okay, da gibt es gewerbliche Anbieter, die müssen jetzt bezahlen, um eure Leistungen zu würdigen. Das ist die Grundfrage von Marktwirtschaft und wie will man sozusagen, wie stark will man, dass der Staat eingreift oder nicht. In dem Punkt muss man sagen, es kann überhaupt nicht sein, dass der Staat hier eingreift, weil die Presseverlage sind an dem Punkt selber für sich verantwortlich, da sie das auch sonst immer für sich in Anspruch nehmen. Und wie wir alle wissen, die Jahresbilanzen von Axel Springer und Axel Springer ist der Hauptantreiber in diesem Lobbykampf. Die Jahresbilanzen sind sehr, sehr positiv. Und stärkstes Wachstumssegment bei Springer ist der Online-Markt. Und dann da noch zu sagen, okay, wir verlieren oder wir können nicht mithalten, wir können innovative Angebote nicht schaffen, das ist ein Witz an sich. Und wenn man nochmal diese grundsätzliche Überlegung macht, der Gedanke, der im Prinzip dahinter steht, der zu so vielen Kollateralschäden führt, der Gedanke ist, okay, da ist jetzt ein Player gekommen wie Google. Google verdient wahnsinnig viel Geld im Internet, wir wollen da auch was davon abhaben. Die Verlage begründen das so, ja, Google News ist ein wesentlicher Bestandteil von Google und deswegen wollen wir an diesem Gewinn beteiligt werden, weil Google News oder Google in dem Fall von uns profitiert. Und diesen Gedanken sollte man möglicherweise komplett umdrehen, weil nicht Google profitiert von den Verlagen, sondern wenn man das Angebot Google News sich anschaut, sondern die Verlage profitieren an dem Punkt von Google, weil Google sie auf ihre Seiten bringt und die Wertsteigerung bzw. die Geschäftsmodelle auf diesen Seiten, auf diesen Unterseiten von den vielen Regionalzeitungen kann man dann dort erst verwirklichen. Also das ist, wer würde von uns freiwillig die Osnabrücker Zeitung anklicken? Niemand, wenn nicht bei Google News irgendwie ein super Aufreißer stehen würde und die Osnabrücker Zeitung zufällig ganz oben stehen würde. Und dieser grundsätzliche Gedanke, ich glaube, der wird komplett verkannt, auch auf Verlagsseite, oder er soll offensichtlich verkannt werden, damit dieses Argument nicht kommt. Mario Sixtus hat mal im vergangenen Jahr diesen treffenden Vergleich gemacht. Das wäre so, als wenn die Taxifahrer von den Restaurantbesitzern noch Geld verlangen, dass sie ihnen die Kunden bringen. Und nochmal? Genau, aber sozusagen, also ich sehe da einen grundsätzlichen Widerspruch da drin. Also das ist die Frage, wer bringt mir die Kunden und wer muss für was bezahlen? Und wenn man sozusagen ergänzend dazu noch sagt, okay, es bezieht sich auf das Angebot von Google News, dann ist klar, Google News an sich macht Verlust. Aber natürlich ist es auch so, durch ein erfolgreiches Angebot wie Google News profitiert die Marke Google und die Firma Google. Also das ist, soll man auch überhaupt nicht verheimlichen. Die Frage ist nur, ist das der richtige Ansatzpunkt? Und ist das an dem Punkt vor allem auch der richtige Ansatzpunkt, wenn man diese ganzen Auswirkungen hat, wo man Grundsätze des Internets, wie wir uns im
im Internet bewegen, wie wir auf Artikel verweisen, von Zeitungen verweisen, wie wir bei Google Plus oder bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken Hinweise auf Inhalte geben, wenn diese grundsätzliche Art und Weise, wie wir uns da bewegen, beschränkt wird, ist das, glaube ich, ein Kollateralschaden, der nicht zu tolerieren ist. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, sehr, sehr viel Öffentlichkeit zu schaffen, auch gerade hier bei der digitalen Gesellschaft, noch Netzpolitik.org und auch bei ganz vielen anderen Playern. Da gibt es jetzt noch sehr, sehr viel dazu zu sagen. Ich halte mal an dem Punkt an. Wenn es da sofort Fragen dazu gibt, würde ich die auch beantworten. Ansonsten bin ich hier auch nachher noch kurz da. Deswegen die Frage in die Runde. Gibt es direkte Fragen? Bitte. Ja, dann nehme ich das mal an Jens weg, genau. Frage, Leistungsschutzrecht sollen Textsnippets schützen? Wäre es rein theoretisch möglich, man würde einen Server aufsetzen, wo bereits schon alle möglichen Textsnippets veröffentlicht werden, dass sie sozusagen vorweg geschützt sind? Ja, ich habe eine Datenbank mit unendlich vielen Textschnipseln, so ein Infinite Monkey Project, und ab dann ist sozusagen nichts mehr schützbar, weil ja bereits dieses Projekt das schon veröffentlicht hat, dieser Artikel. So mal als Idee. Macht das juristisch Sinn? Das ist natürlich jetzt eine sehr komplizierte Frage, weil man sich das genau anschauen müsste. Und man müsste zum Beispiel als erstes auch klären, wer ist denn jetzt hier der Schutzberechtigte? Ne? Wer ist denn hier der Presseverleger, was im Übrigen auch völlig unklar ist, wer Presseverleger sein soll? Ist das ein Angebot, das darunter fällt, wo so ein Schutz angewendet werden kann? Und dann muss man nach kollidierenden Rechten schauen. Aber das ist sehr kompliziert, das jetzt sofort zu beantworten. Also es gibt sozusagen, wenn es das Recht gibt, gibt es immer einen Berechtigten. Immer derjenige, der eine besondere Leistung zusätzlich bringt. Aber was diese besondere Leistung sein soll, vergleichbar beim Film, da hat man auch ein Leistungsschutzrecht. Und beim Film ist das im Prinzip die Gesamtproduktion des Films, weil der oftmals Millionen kostet. Und derjenige, der den Film produziert, soll davor geschützt werden, dass er seine Investitionen nicht reinbekommt. Das ist so ein vergleichbarer Fall. Und da müsste man in dem Fall eben auch genau schauen, wo diese Leistung ist und ob da überhaupt eine Schutzlücke besteht. Und Jens hat noch eine kurze Frage. Ich bin nur Mikrobauer. Danke. Aber sind ja alle noch da und gleich bei Club Mater oder Bier können Fragen und Guerillataktiken noch abgesprochen werden. Aber Henning hat noch eine Frage für die große Runde. Ja, ich habe eigentlich eine Frage sozusagen an euch beide. Erstmal finde ich gut, was er bei Eagle macht. Erstmal ein Lob dafür. Die Frage ist, wie kann man eigentlich, und das ist ja so ein bisschen komisch, also wir haben ja gesehen, bei ACTA kriegen wir eine sehr große Mobilisierung eigentlich auch hin. Bei der sehr komplexen Thematik. Leistungsschutzrecht natürlich auch erstmal irgendwie komplex, aber trotzdem irgendwie greifbarer. Und wenn ich mir sehe, wie schwierig es eigentlich auch war, beim zum Beispiel Jugendmensch- und Staatsvertrag Mobilisierung hinzubekommen, jetzt auch beim Leistungsschutzrecht, wie schafft man eigentlich, sag ich mal, den Schwung irgendwie von ACTA mitzunehmen und dann gerade bei so einem Thema, was eigentlich sehr konkret ist, Leistungsschutzrecht, zwar die Ausgestaltung ist noch nicht konkret, aber wir können uns ungefähr vorstellen, was passieren kann. Snippets, Facebook, du hast es gerade alles angesprochen. Also wie kriegen wir auch mehr Mobilisierung bei so einem Thema hin? Also du hast gerade die Antwort schon geliefert. Wir müssen darauf warten, was konkret an Vorschlägen aus dem BMJ, aus dem Bundesjustizministerium kommt. Erst dann kann man halt diese hochkomplexe Materie aus könnte eventuell, und das führt dann eventuell dazu, irgendwie konkret abbilden und sagen, das betrifft dich so. Wir brauchen was Schriftliches an dem Punkt und dann können wir sagen, was das für Folgen hat. Alles andere ist auch unseriös. Also das sollte man nicht tun. Wir können beschreiben, sozusagen, was wir befürchten, aber wir können das nicht genau punktuieren, weil wir eben noch nicht genau wissen, was da am Ende rauskommt. Und wenn wir diesen Gesetzesvorschlag haben, dann kann man den angreifen. Und ich glaube, da kann man auch sehr viel Schwung tatsächlich mitnehmen. Also wir freuen uns schon drauf. Ja, danke an Philipp.